Zuerst schnell was abschneiden, dann am Flachdübel einfräsen und zum Schluss nochmal drüber schleifen. Und damit es nicht staubt und trägt, einfach absaugen. Einfach? Na, einfach geht es sicher nicht. Weil die Tauchsäge hat am 34 mm Anschluss, die Flachdübelfräse 25 mm, der Schleifer 22 mm und die Oberfräse 40 mm. Mein Saugschlauch 36 mm. Von der großen Absaugung 100 mm. Das wird immer verrückter. Was mache ich denn da jetzt? Jetzt könnte ich um hunderte Euro Adapter von den verschiedenen Herstellern kaufen, die dann untereinander eh wieder nicht kompatibel sind. Und ich nehme was Günstigeres, was Besseres. Und das ist in dieser Schachtel drin. Nein. Noch nicht. Ich muss jetzt vorher meine Leerverrohrung fertig machen, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt schon Anschlüsse an die Geräte schraube und die aber nirgends anschließen kann. Dazu habe ich mir jetzt schon so 50er HT-Rohre im Baumarkt geholt und an die Wand geschraubt, an jeden Absaugpunkt so auf 45 Grad Abzweigung. Und da die natürlich nicht immer offen bleiben kann, montiere ich da so Blastgates hin. Das habe ich vom Sebastian vom Kanal Homewerken geschickt bekommen. Die sind so magnetisch, also das heißt, das bleibt da immer schön zu oder schön offen. Das geht butterweich hin und her. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Montiere ich jetzt schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Blastgates sind jetzt überall dran. Bleibt jetzt noch übrig zu prüfen, ob das Ganze ja wirklich dicht ist. Das mache ich, indem ich da so einen Schlauch schnapp und so ein Adapterstück vom 50 mm HT-Rohr auf Schlauch. Das schraube ich da einfach drauf. Jetzt kommt dabei das vom Sebastian, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Linksgewinde. Das stecke ich da am Ende, am letzten Absaugpunkt dran. Dann schnappe ich mal das Ende von dem Saugschlauch und jetzt mache ich den Schlauchpusttest. Dazu blase ich da jetzt kräftig rein. Ich bin zwar Idiot, so funktioniert das natürlich nicht. Da ist das Blasgate noch offen. Moment. Aber jetzt. Wenn du deine Absauganlage aufblasen kannst, dann ist alles dicht. Genug der Späße und Blödeleien. Der Saugschlauch kommt daran. Und ans andere Ende. Tada! Ein OSWAG-Rotationsadapter. Da wird da einfach heraufgeschraubt. Jetzt habe ich es schon gecheckt mit dem Linksgewinde. Und mit dem passenden Gegenstück kann ich da jetzt alle meine Geräte anschließen und absaugen. Super. Dann habe ich hier meine Kappsäge, die alte Dreckschleuder. Eines sei gesagt, nur da hinten was anzustecken zur Absaugung, das wird nicht viel bringen, aber dazu später mehr. Last but not least meine Tischkreissäge. Da auch wieder ein Rotationsadapter. Und so schaut das passende Gegenstück dazu aus. Das kommt da in die Säge rein. Das ist so ein Bajonettverschluss, fixiere ich da, fertig. Und damit zurück am Anfang. Für die Werkzeuge gibt es natürlich auch den passenden Anschluss. Und auf meinem Metabo-Sauger da unter der Werkbank habe ich mir, wer hätte es gedacht, so eine Überraschung, einen Rotationsadapter aufgemacht. Und damit kann ich jetzt innerhalb von Sekunden jedes Gerät bombenfest anschließen, egal ob das 10, 20, 30, 40 mm Absaugungsdurchmesser hat. Bleibt noch meine Absaugung von oben. Die habe ich in dem Video da gebaut. Das wird jetzt auch noch alles ausgetauscht, weil da zeige ich dir jetzt noch eine weitere Feinheit, die der Sebastian mir mitgeschickt hat. Und das sind diese Kabelclips, weil ich habe da mein Stromkabel mitverlegt und früher habe ich das einfach mit Kabelbinder da am Schlauch angemacht gehabt, aber das war nicht so geil, weil da habe ich mich oft geschnitten, ungeschickt wie ich bin. Die funktionieren folgendermaßen. Die klemmt man einfach auf das Kabel drauf und steckt es dann auf den Saugschlauch und das hält. Das ist eine super Lösung. Der Sebastian ist ein Fuchs, ich sage es immer wieder. Kommen wir jetzt zur Kappsäge, weil, wie ich vorher schon erwähnt habe, nur da hinten abzusaugen, das wird sie wahrscheinlich nicht viel bringen.
damit wir das vergleichen können, habe ich die jetzt einmal perfekt sauber gemacht. Jetzt mache ich 10 Testschnitte, dann schauen wir uns die Staubentwicklung an. Wie erwartet, das Absaugergebnis war sozusagen nicht vorhanden. Die Kappsäge jetzt 100% staubfrei zu kriegen, das wird fast unmöglich sein, außer ich baue mir da links, rechts, oben, unten eine Absaugung ran, noch einen ganzen Kasten rundherum, den Kasten absaugen, 7 Staubsauger angeschlossen und jedes Mal, wenn ich das anfeuere, habe ich im halben Bezirk keinen Strom, nur weil der Köhler seine Leisten schneiden muss. Das ist mir persönlich zu aufwendig. Da bin ich gefühlt Stunden vor der Säge rumgestanden und habe überlegt, wie könnte man das besser machen. Ich habe mir was überlegt, das baue ich jetzt, dann versuche ich das. Drückt mir die Daumen, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ah, verkehrt. Ja. Und damit ist die Absaugung für die Kappsäge jetzt fertig. Mir ist schon bewusst, dass das jetzt nicht die Allerweltslösung für jedermann ist, weil die hat schon ihre Limitierungen. Ich kann jetzt die Neigungsfunktion der Säge nicht mehr verwenden. Verwende ich sowieso nie, also stört mich das nicht wirklich. Und ich kann die jetzt nur nach links auf 45 Grad verstellen. Nach rechts geht nicht, aber damit werde ich auch zurechtkommen. Die Säge ist jetzt wieder sauber gemacht. Ich mache wieder 10 Testschnitte, dann wird verglichen. Ich bin schon richtig, richtig gespannt. Der zweite Testlauf ist beendet. Ich blende mal kurz einen Vergleich ein, entscheide selbst, wie das funktioniert hat. Ich bin damit mehr als zufrieden. Und damit ist meine Werkstattabsaugung jetzt endlich fertig. Ich brauche nur mehr anstecken, kann absaugen, was will man mehr. Danke nochmal an den Sebastian, schaut gerne auf seiner Homepage vorbei. Ich verlinke wie gesagt alles unten. Hier noch mehr Videos von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.